Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem spannenden Gespräch über das Thema Heilung. Heilung, was heißt das eigentlich? Wann ist der Mensch heil? Wann ist der Mensch gesund? Was können wir tun für unsere Selbstheilung? Nun, der Anlass dieses Gespräches ist ein Kongress, der am 9. und 10. September in Zürich stattfinden wird. Der Kongress heißt Heilung auf allen Ebenen, der Kongress für ganzheitliche Gesundheit. Das wird eine sicherlich sehr, sehr spannende Geschichte werden. Und drei der Heiler, die dort als Referenten anwesend sein werden, habe ich jetzt hier im Gespräch und ich freue mich sehr, die drei begrüßen zu dürfen. Patrick Petrazzoli, Gianni Balducci und Steffen Lora. Viel Spaß euch bei diesem Gespräch. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass ihr hier seid. Und wir vier sind nicht das erste Mal im Gespräch. Wir waren schon auf zwei, drei Kongressen auf der Bühne, sind also da schon ein bisschen erfahren und haben uns eingeschwungen, euch jetzt ein bisschen was zu vermitteln über Heilung. Und meine erste Frage an euch, und da kann spontan antworten, wer möchte. Wann ist der Mensch heil? Was bedeutet Heilsein eigentlich wirklich aus eurer Sicht? Ja, es ist so, dass das Wort für mich Heil kommt vom Wortstamm heilig und heilig bedeutet an und für sich Einheit. Einheit, die Einheit wieder zu erkennen. Man muss jetzt das nicht religiös sehen, ob man religiös ist oder nicht, ob man an Gott glaubt oder nicht. Es bedeutet eigentlich wieder zu entdecken, wer wir wirklich sind. Wir sind eine große Menschheitsfamilie, wir sind alle gleich in der Liebe. Wir sind eins mit unserer Tierfamilie, mit der Erde, mit der geistigen Welt. Und das ist für mich Heilung. Heilung bedeutet für mich, alles im Einklang, eine Einheit zu sein mit Körper, Geist und Seele und mit Gott. Also der Vater hat dich nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet, wir müssen ihn sein, er ist uns. Und dies wieder zu entdecken, diese Einheit ist für mich Heilung. Aber klar gibt es die körperliche Heilung mit Krankheiten, die psychische, mentale Heilung, vielleicht Traumata und vieles mehr. Es gibt verschiedene Ebenen dieser Heilungen, aber als Essenz ist es die Liebe, die wir sind und die Einheit, die wir sind und diese wieder zu entdecken, wer wir wirklich sind. Wunderschön, vielen Dank. Da müsste man jetzt gar nichts mehr ergänzen, weil es klingt so stimmig, so richtig. Ja, unglaublich. Also für mich, was einfach noch wichtig ist, also ich kann nur bejahen, was Patrick gesagt hat, für mich hat das mit sehr viel Erkennen zu tun. Weil wenn wir uns nicht heil fühlen, ist es meistens so, weil wir noch nicht erkennen. Das heißt, wir sind in einer Erfahrung drin, aber wir stecken noch fest. Würden wir bereit sein, mit dieser Erfahrung weiterzugehen, würde uns jede Erfahrung die Möglichkeit schenken, damit es sich verändern kann. Das ist das Leben, das ist die Schöpfung. Die Schöpfung verändert sich immer, wir verändern uns immer, Gott schenkt uns immer die Möglichkeit, dass das überhaupt möglich ist. Für mich ist Gott die Möglichkeit in der Möglichkeit, aber nicht in einem religiösen Sinn, in der Möglichkeit, für alle zugänglich in jedem Moment. Auch für Menschen, die nicht glauben oder glauben, der Zugang ist immer genau der gleiche. Was einfach wichtig ist, ist dort eben die Bereitschaft, sich selber zu geben, zu erkennen. Erkennen heißt, dass jede Situation immer seinen Grund und seinen Sinn hat. Sind wir bereit, in der Geschichte weiterzugehen, zeigen sich immer mehr Möglichkeiten dort drin. Und das hat bei mir mit sehr viel mit Heilung zu tun, weil für mich ist Heilung nicht nur etwas, was geschieht, es ist ein Prozess, es ist wie ein Kreislauf. Ich erlebe immer bei Menschen, wenn sie zu mir kommen, darf ich ihren Prozess sehen, wo sie drin sind. Und dann ist es wie, wenn man einen Kreis sehen würde. Die erste Hälfte ist immer die schwierigste. Weil in der ersten Hälfte geht es immer um dieses Annehmen. Die meisten wollen es ja gar nicht. Und wenn sie es nicht wollen, sind sie aber auch nicht bereit. Wenn sie nicht bereit sind, können sie nicht weitergehen. Darum ist der erste Schritt immer mal dazu zu stehen, in das Annehmen zu kommen. Es hat mal jemand mir etwas gesagt und das hat mich sehr berührt. Und das ist immer, machst du einen Schritt in Richtung Gott, macht Gott 10 Schritte in deine Richtung. Aber der erste Schritt liegt bei uns. Und das ist eben wie der Schritt des Annehmens. Sind wir bereit,
anzunehmen, schenkt uns das Annehmen die Möglichkeit, um weiterzugehen. Und dann ist es spannend in diesem Prozess, wieder in diesem Kreis, wenn jemand mal die erste Hälfte erreicht hat, die zweite Hälfte ist viel einfacher. Und vor allem erlebe ich immer wieder bei der zweiten Hälfte, bei vielen Menschen, dort geschehen sogenannte Wunder. Aber nicht, weil ich die mache, weil die Menschen bereit sind, noch weiterzugehen und dort können die Kräfte wirken und jeder Mensch ist an diese Kraft gebunden, weil jeder mit Gott und wir in Gott sind. Und wie Patrick schon gesagt hat, und wer bereit ist, eben in Liebe mit der Schöpfung zu gehen, der aktiviert auch diese Schöpferkräfte. Ob es jetzt auf körperlicher Ebene, Emotionalsebene oder eben auf allen unterschiedlichen Ebenen ist, es braucht immer seine Prozess und seine Zeit. Aber sind wir bereit, um weiterzugehen, weiß ich, dass alles möglich ist. Und dort diese Brücke so zu öffnen, dass man mehr und mehr integriert, das heißt, integrieren, woran geht es da auch bei diesem Kongress darum, eben die Sichtweisen zu integrieren, nicht mehr zu spalten. Es ist Zeit, dass wir wieder miteinander wirken. Auch wie Patrick schon gesagt hat, wir sind eine Familie. Und die Familie, das Miteinander, das wirkt. Und dort können wir uns sehr stark unterstützen. Eben heil sein, heil werden hat bei mir etwas mit Erkennen zu tun, weil ich durfte schon Menschen erleben, wo vielleicht körperlich nicht heil waren, aber innerlich in einer geistigen Heilung, Haltung, die heiler als alle anderen waren. Was waren das für Menschen? Das waren Menschen, die vielleicht sich eine körperliche Situation gegeben haben, aber nicht aus der Erfahrung, aus der Unterstützung und andere Menschen zu erinnern, dass es auch dort möglich ist, sogar in solchen Geschichten weiterzugehen. Darum, Heilsein hat sehr viel mit Erkennen zu tun für mich. Das erlebe ich immer wieder und bin auch dankbar für diese Erkenntnis, wo ich immer wieder fließen darf. Ja, und neben dem Erkennen ist es auch recht wichtig, dass die Menschen sehen, dass es verschiedene Ebenen und Möglichkeiten der Heilung gibt, so wie ihr beiden eben auch schon im Intro gesagt hattet. Manche brauchen den Zugang über die mentale Ebene, andere über die emotionale Ebene. Bei anderen reicht einfach energetisch zu arbeiten und das Höchste der Heilung ist tatsächlich dieses Erkennen, dass ich nicht getrennt bin von den anderen. Und diese ganzheitlichen Ebenen, das ist das, was wir auch auf dem Kongress anspielen werden. Heilung auf allen Ebenen ist ja der Name. Und da gehört das alles dazu. Ja. Schön, ja. Ist trotzdem, lieber Steffen, das Entscheidende, dass erstmal im Bewusstsein Heilung geschieht, dann, ich sag mal, heilt der Körper automatisch mit? Oder habe ich das zu überspitzt jetzt verstanden? Also in meiner Erfahrung ist die wichtigste Ebene einfach Bewusstsein und Ja. Erkennen, dass die Trennung Illusion ist, dass wir alle eins sind. Das ist die Basis und durch dieses Erkennen löst sich schon sehr, sehr viel. Aber es kann trotzdem sein, selbst wenn man das erkannt hat, selbst wenn man diese Trennung aufgelöst hat und das Ego erkennt als Illusion, dass dann trotzdem noch irgendwelche körperlichen oder psychischen Themen da sind. Aber es macht es dann unglaublich einfach, damit zu arbeiten, weil es da keinen Widerstand mehr gibt. Da ist dann einfach nur das, was Gianni vorhin sagte, ein Annehmen da, dass alles genau so ist, wie es jetzt gerade ist, dass es hier keine Fehler gibt. Und in dem Moment nehme ich den Widerstand raus. Und wenn ich den Widerstand rausnehme, ist auch kein Stress im System, ist kein Kampf im System. Und dadurch kann die Heilung sehr, sehr schnell funktionieren. Aber es ist nie eine Garantie, dass wenn ich bewusst bin und wenn ich erwacht bin, dass dann sofort auch Heilung auf allen Ebenen da ist. Diese Garantie gibt es nicht. Sehr schön. Lieber Steffen, lass mich noch bei dir ein bisschen bleiben. Mich interessiert, wie du jetzt mit den Menschen arbeitest. Ich weiß, du machst Heilung, du gibst auch Fernheilung. Man kann auf verschiedene Art und Weisen von dir Linderung erfahren. Es gibt sogar die Steffen-Lorer-Stiftung. Das ist auch eine Heilung für das Bewusstsein. Du unterstützt andere Projekte. Aber wenn du selbst mit Menschen arbeitest, bist du dann immer auch ein seelischer Begleiter? Und magst du mal vielleicht so an einem Beispiel erzählen, was dir vielleicht gerade so in den Sinn kommt, wie du einen Menschen begleitest auf dem Weg zur Gesundung. Also ich hatte die ganzen Jahre viel Coaching gemacht und auch Therapie in buddhistischer Richtung.
Das hat sich jetzt sehr stark gewandelt. Inzwischen mache ich Mentoring-Gruppen. Das heißt, wir treffen uns einmal pro Woche in einem Zoom-Call, sind viele Menschen drin und wir gehen durch verschiedene Themen durch. Einzelne Themen, die hochkommen, wie Depression oder Ängste oder jemand möchte erwachen oder ein anderer hat Krebs. Also das ist eine komplette Mischung aller Themen. Und da gehe ich eben auf einzelne Menschen ein in der Gruppe. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Themen gleich sind bei allen Ja. Menschen. Und viele können davon profitieren, wenn andere sprechen oder andere Antworten bekommen. Das ist eine Ebene in der Gruppe. Die zweite Ebene ist die persönliche Fernheilung. Da habe ich auch unglaublich viele, jede Woche viele Fernheilungen, nehme ich mir 10 Minuten Zeit pro Person, wirklich mich mit der Person zu verbinden. Und da geht es einfach nur um Energieimpulse. Technik mache ich da gar nicht mehr richtig. Es ist einfach nur in dieser Präsenz zu sein, in Liebe. Gibt es einen Impuls von Heilung und dann fließt auch schon alles. Und was mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich die Heilmeditation. Da habe ich mittwochs und sonntags inzwischen 6.000 Menschen, die mit Wow. mir meditieren. Das wird immer größer, weil das Feld natürlich enorm sich ausdehnt. Wenn 6.000 Menschen zusammen meditieren, hat das eine unglaublich starke Kraft, eine Heilkraft, die dahinter ist. Und da passieren wirklich die unglaublichsten Sachen, Heilungen von Epilepsie, von Migräne, von Diabetes. Da ist wirklich schon alles passiert, weil diese Power so groß ist. Und wie Gianni sagt, das bin nicht ich, sondern da ist nur ein Impuls da und alles andere fließt einfach. Und das ist für mich das Schönste, weil es einfach nur 2 mal 15 Minuten sind und wir uns alle gemeinsam verbinden. Und 15 Minuten sollte eigentlich jeder Zeit haben, der an seiner Heilung interessiert ist. Schön. Ja. Ja, lieber Patrick, Steffen und du, ihr kennt euch schon eine Weile, ihr habt euch mal kennengelernt bei Manifest für eine neue Erde und euch sofort kennen und lieben gelernt und ihr seid recht ähnlich in eurer Arbeit. Trotzdem würden mich auch die Unterschiede interessieren. Lieber Patrick, auch du hast ja zunächst einmal ein ganzes Zentrum, die Quelle, wo auch Heilung geschieht in Form von vielen Menschen, die ihr Heilwissen weitergeben. Du selbst gibst Seminare. Du bist ja ein Lehrer und ein Heiler, ja, also er heilt. Das ist ganz spannend, wie du das auch sozusagen in Worte fügst. Wie arbeitest du mit den Menschen? Und auch mit der Frage, jeder kommt ja mit einem völlig anderen Thema zu dir. Wie gelingt es dir, in dieser Vielschichtigkeit doch viele Menschen mitzunehmen und vielen Menschen zu helfen? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten auch. Und was ich den Menschen vor allem helfe, ist, wie Gianni auch gesagt hat, es steht auch in der Bibel irgendwo, wie gesagt, ich kenne die Bibel zu wenig und ich bin nicht religiös im Sinne von Religion. Aber dort steht, erkenne die Wahrheit und die Wahrheit macht dich frei. Es hat viel mit Freiheit zu tun. Das heißt, wenn man erkennt, wer man wirklich ist, und das kann man leider nicht, denn wir sind es bereits. Also wir können nur erkennen, was wir nicht sind. Und wenn wir die Illusionen, die wir nicht sind, erkennen und die wie Scheuklappen von uns abfallen, dann erwachen wir. Es ist ein erwachender Prozess und ich helfe den Menschen auf verschiedenen Ebenen. Es gibt Einzelsitzungen, Ausbildungen oder wenn wir zusammen Kongresse machen oder ein Team sind. Für mich spielt die Art und Weise keine Rolle. Es geht einfach nur darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu erkennen, wie Gianni auch sagt. Und Steffen, ich bin mit allen ziemlich gleich. Jeder hat ein bisschen andere Sichtweise, aber essentiell ist alles genau dasselbe. Und es geht darum, zu erkennen, dass wir viel mehr sind, als wir eben denken. Und das Hirn ist 1 Kilogramm Fett, das im Wasser schwimmt und permanent mit uns spricht. Und wir irgendeinmal das Gefühl gehabt haben, wir sind dieses Denken. Und der Denker spricht bei uns allen und sagt jetzt auch, wow, das ist gut, was Gianni sagt und Steffen und da Patrick und, aber es ist immer noch dieses Kilogramm Fett, das spricht. Das ist in Ordnung. Aber wir haben, tragen in uns drin eine Essenz, die ist still. Absoluter Frieden und eine absolute Freiheit. Und dies wieder zu entdecken, das ist das Schönste, weil dieser Körper und dieses Denken und dieser Redner und alles drumherum ist vergänglich. In ein paar Minuten ist das Gespräch vorbei und der Körper geht vorbei und die Gedanken und das Hirn geht vorbei. Es geht alles vorbei und alles, was vorbeigeht, können wir unmöglich sein. Wir sind das, was ewig ist.
Und das wieder zu entdecken, das helfe ich den Menschen mit schönen Beispielen, mit Geschichten, Parabeln und Hinweisen, damit man, dass jeder so seinen Weg findet und plötzlich merkt, aha, auf der körperlichen Ebene muss man ein bisschen die Ernährung anschauen. Das ist klar. Die Griechen haben gesagt, deine Lebensmittel sind deine Heilmittel. Und wenn wir unsere Heilmittel im Moment anschauen, Fertigprodukte, Spaghetti, Pasta, Pizza, Brot, Fleisch, Fisch, da muss man sagen, also wie viel Heilkraft hat Fleisch? Ich weiß es nicht. Aber es ist in Ordnung. Ich bin da nicht. Aber eine Frucht, ein Gemüse und so, das ist explodierende Energie. Und das ist Lebensmittel, Heilmittel, Kräuter, Thymian und Pfefferminz und vieles mehr, das sind lebendige Sachen, die wir wieder in unseren Körper einführen können und ihn energetisieren. Dann dieser Stressfaktor im Leben, dieser Mind, der funktioniert, dass wir uns permanent vergleichen mit allen und dann der Stress verursacht und was wir alles machen müssen in diesem Leben und noch erfolgreich sein müssen. Also es ist sehr anstrengend geworden hier auf dem schnell drehenden Planeten. Und dort auch wieder zu erkennen, nein, durchatmen. Es ist alles schon in Ordnung. Es ist alles okay. Und wie man mit dem Körper, mit der Ernährung, mit dem Mind, mit dem Stress und mit dem Weg der Erkenntnis erkenne die Wahrheit und die Wahrheit macht dich frei. Auf all diesen Ebenen begegne ich den Menschen und jeder braucht in diesem Moment gerade etwas anderes. Vielleicht ein bisschen von dem, vielleicht ein bisschen von dem, vielleicht eine Mischung. Und so hole ich die Leute ab und gebe ihnen gewisse Impulse mit. Und es ist nicht, deshalb schreibe ich das Wort Heil er. Das ist auch paradox bisschen. Heil er ist es. Das große Mysterium im Universum, aber er und ich sind eins. Quasi bin ich eins mit ihm. Er ist ich bin er. Aber es ist noch ein Mind, der da mitspielt, dieses Ego, das auch etwas ist, etwas Spannendes. Und das gibt es zu entdecken, bis man erkennt, was es in Realität ist und bis es von uns abfällt. Das ist etwas so ein bisschen essentiell, was ich mache. Ja, sehr schön. Bei dir spüre ich auch immer so eine Leichtigkeit und so ein Feld, wo jeder absolut angenommen wird. Ja, also du bist ja, hast einen großen Kongress organisiert, den ich moderiert habe. Ich habe einfach gemerkt, so im Hintergrund, sorgst du immer wieder für Freiheit, für Entspannung, für jeder darf so sein, wie er ist. Das ist ganz faszinierend. Und dein Humor, der ist auch wichtig. Also jeder macht es auf seine Art. Und lieber Gianni, auch du bist sehr lustig und humorvoll, aber du begleitest Menschen auch wirklich in ganz tiefen Prozessen. Das ist so, glaube ich, deine Spezialität. Du bist ja mit Wesenheiten verbunden, die durch dich wirken. Würdest du sowieso sagen, du bist mehr Kanal als alles andere? Wie siehst du deine Tätigkeit? Ja, also als erstens möchte ich sagen, ich bin ein Mensch. Hier, wie alle anderen. Ich habe mein Leben, ich lebe mein Leben, ich habe eine Familie. Ja, und bis vor jetzt 14 Jahren war das Leben ganz anders. Und das heißt nicht, dass das früher nie da war, aber es war mir noch nicht bewusst. Und durch ein Erlebnis, eben, wir haben ja schon Videos darüber gemacht, durfte ich diese Kraft spüren und nicht nur diese Kraft spüren, ich durfte einen Zugang wahrnehmen in ein anderes Bewusstsein, ein Sein bewusst, ein universelles Bewusstsein. Ja, und da kam ich in Kontakt eben auch mit anderen Wesenheiten. Ja, und am Anfang war das nicht ganz einfach, weil ich ja selber für mich immer, ja, ich fragte mich immer, haben die einen Fehler gemacht? Weil ich habe mich ja so als Mensch, ich habe ganz ein anderes Leben gelebt, aber sie haben mich immer an etwas erinnert und immer an mein Herz. Sie haben mir immer gesagt, wir sehen dein Herz und dein Potenzial und darum sind wir hier. Und das ist eigentlich das, was ich auch versuche, den Menschen mitzugeben, ist diese Liebe, die wir in uns tragen, weil wir sind diese Liebe, wie Patrick schon gesagt hat. Aber jetzt kommen wir zu etwas, und Stefan hat vorhin auch gesagt, eben das Wichtigste, die wichtigste Ebene ist der Bewusstsein. Also wir sind ja dieses Bewusstsein eigentlich. Aber was ich immer wieder den Menschen erinnere, ist, bewusst zu sein ist das eine, aber das Bewusstsein zu leben, das ist das andere. Wenn man bereit ist, dieses Bewusstsein auch zu leben, dann wird es wahr. So wurde das Wort wahr und lebendig. Und es zeigte sich im Hier und Jetzt. Und das kann jeder. Wenn wir von der Liebe sprechen, ist es etwas. Wenn wir aber bereit sind, diese Liebe zu teilen. Aber nicht nur die Liebe, wie wir sie vielleicht sehen wollen. Die Liebe aus der Vollkommenheit.
Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte und sie immer wieder erinnere, vergiss nie, du bist diese Liebe. Ich schaue die Menschen an und sage ihnen immer wieder, wenn du dich so sehen würdest, wie ich dich sehe, würdest du auf die Knie gehen. Aber nicht vor Angst, vor Freude, weil du würdest dein Licht sehen. Nur wir sehen dieses Licht nicht mehr, weil wir so in unseren Mustern, Gedanken, Programme gefangen sind. Aber eben, Patrick hat das nämlich auch schon gesagt, würden wir mehr, also weniger Kraft in das geben, was wir denken zu sein, würden wir mehr erkennen. Und dann würde alles viel entspannter. Aber wir wissen, dass wir in einem Prozess sind, in einer Geschichte. Und das ist diese Geschichte. Und wie kann sich eine Geschichte verändern? Nur dann, wenn wir bereit sind, mit dieser Geschichte weiterzugehen. Nur sehr viele wollen das nicht. Sehr viele wollen ja, wenn sie Mühe haben, eine andere Geschichte. Ich will, dass es so ist. Ich will, dass ich so bin. Das, das, das. Nein. Es ist so, wie es ist. Und ja, das Annehmen ist, komme ich nochmal, ist so wichtig, dieses Annehmen. Ich versuche auch immer wieder den Moment anzunehmen. Danke, meine Worte sind Danke Gott für diesen Moment, den du schenkst. Ob er jetzt einfach ist oder nicht, das ist der Moment. Wenn das der Wille des Ganzen ist, dann gehen wir diesen Weg. Und was ich einfach erkannt habe, desto mehr, dass ich mit dem gehe, gehe ich mit dem Ganzen. Und dann ist es nicht mehr etwas Linkes oder Rechtes und dann gleicht es sich immer mehr aus. Ja, und da spüre ich auch immer wieder dieses Gleichgewicht. Und ja, ich möchte die Menschen mehr erinnern, vielleicht diesen Weg in Liebe oder den Weg ins Gleichgewicht zu gehen. Und dort, desto mehr, dass man diesen Raum öffnet, fließen diese Kräfte. Aber die fließen nicht nur bei mir, bei allen, weil jeder Mensch ist eine Verbundenheit mit Wesenheiten. Was sind Wesenheiten? Wesenheiten sind Energien. Wir sind verbunden mit den Energien. Wir sind Energie. Und dort, wo wir in der Resonanz sind, dort werden unsere Brüder und Schwestern, so wie hier auf der Erde, aber auch auf den geistigen Ebenen kommen. Darum ist es auch sehr wichtig, wie gehe ich mit mir um? Wenn ich in einer verurteilenden Art durch mein Leben gehe, muss ich mich nicht wundern, wenn ich Wesenheiten zu Besuch habe, die auch richten und verurteilen. Aber die sind nicht böse. Ich rufe sie ja, weil im Ganzen ist alles erlaubt, in der Vollkommenheit ist alles erlaubt, es ist alles ein Aspekt davon. Die Frage ist, ob ich diesen Aspekt wähle oder ob ich gesteuert werde. Das ist das Gleiche wie mit den eigenen Mustern und Programmen. Und dort eben die Menschen wieder zu erinnern, das eine ist, die Menschen zu erinnern, aber auch sie so zu erinnern und ihnen auch mal vielleicht ein Bild zu zeigen. Weil wir sind so konditioniert und sehen immer nur das, was wir sehen wollen und nicht, und das, was wir nicht mehr wollen. Aber das ist nie das ganze Bild. Jetzt könnte man das ganze Bild ein Mysterium nennen oder man könnte anfangen zu erkennen, dass es hinter jeder Geschichte eine andere Geschichte gibt und nach jeder Geschichte wieder eine Geschichte geben würde, dann wüssten wir, dass wir in einer Konsequenz von einer Konsequenz sind. Und dann würde sich dieses Bild immer mehr und mehr öffnen. Desto mehr, dass wir es annehmen und respektieren, zeigt es sich mehr und mehr. Ja, und wir könnten wirklich dort unsere Schritte in Liebe wieder so machen, damit sich die Geschichte auch verändert. Aber eben, das hat mit Ehrlichkeit zu tun. Pure Ehrlichkeit für sich selber, zu sich hinzustehen. Und dann tritt aber auch Freude und Freiheit ein. Und diese Freiheit und Freiheit ist ja nicht ein Zustand, den wir erreichen. Das ist nur der Zustand, den wir vergessen haben. Sind wir bereit, mehr in Freiheit das Leben auch zu sehen, dass das so sein darf oder das auch? Aber wichtig ist, wie wir uns verhalten. Weil wir tendieren immer so stark, die Verantwortung über andere Menschen übernehmen zu wollen und vergessen die Verantwortung, die wir wirklich haben. Und das ist nur unsere. Über den Rest haben wir keine Verantwortung. Wir können nur für uns hinstehen. Aber wichtig ist es dort eben, diese Ehrlichkeit sich zu geben, diese Authentizität. Ja, und dort eben nie vergessen, dass wir Menschen sind. Menschen fallen, Menschen stehen wieder auf. Menschen weinen, Menschen lachen. Menschen haben Freude. Das sind wir. Und wenn wir uns so begegnen würden, würden wir mehr diese Grenzen durchsprengen von Farbe, von Haut, von Religion, von Denkweisen. Und wir würden uns mehr erinnern, dass wir wirklich eins sind. Und diese Einheit wäre wieder da. Ja, die Heilung ist der Ausdruck der Einheit. Und was mache ich? Ich versuche mehr, die Menschen wieder zu erinnern, dass sie schon immer angebunden sind und nicht getrennt. Nur manchmal in dieser heutigen Zeit habe ich das Gefühl, dass die Menschheit teilweise sich selber immer wieder mehr entfremdet.
Darum braucht es auch wieder Zeit, mehr in die Stille, in die Ruhe zu gehen, weil nur aus dieser Stille und Ruhe haben wir die Möglichkeit, um zu beobachten. Sonst beobachtet einfach der Ego, das Ego beobachtet. Und das hat ja immer etwas zu sagen. Aber das ist auch wichtig, dass wir auch nicht in einen Kampf kommen mit dem Ego, weil nehmt euer Ego auch an die Hand, aber sagt eurem Ego, in welche Richtung das ihr gehen möchtet. Und dann kann euch das Ego auch Kraft schenken. Und nicht das Ego sagt euch, wie es weitergehen möchte. Darum ist es auch wichtig, dort auch immer wieder die Gewohnheiten zu durchbrechen. Ja, mach nie zweimal den gleichen Schritt, weil sonst wird das sehr schnell wieder zur Gewohnheit. Und dann ist die Freude auch sehr schnell weg. Seid neugierig und diese Neugierige, dieser Sprudel, den wir in uns tragen. Ja, und der hat jeder. Und das ist immer wieder das Schöne, wenn man Menschen anschaut und wenn ich ihnen sage, so, jetzt sehe ich dich. Genau jetzt. Und dann sieht man die Augen, wie sie leuchten oder sie langsam tränen und sie können es nicht verstehen und das Glück und die Freude ist da. Aber das tragen wir alle in uns. Aber jeder hat seine Geschichte. Und dort hat es auch mit sehr viel Verständnis zu tun. Die Frage habe ich vielmals bei Menschen, die zu mir kommen, wo in Krankheiten sind und sagt, werde ich heil? Dann sage ich ihnen, du bist es schon, aber was ich weiß, es wird weitergehen. Vielleicht nicht so, wie du willst. Aber ich weiß, es wird weitergehen, aber ich weiß, dass du auch begleitet bist. Und dann desto mehr, dass man sich hingeht, eben nicht kämpft, weil Kampf erzeugt immer mehr Kampf, mehr Spannung, blockiert diesen Prozesse, ist die Möglichkeit auch dort. Und wenn wir es ja anschauen, erlebe ich auch immer wieder, sehr viele Menschen, die bei mir waren oder in Krankheiten waren, nach der Krankheit, die bereit waren, weiterzugehen, haben sogar noch Danke gesagt. Weil sie sind durch das eben auch viel bewusster geworden, ja, viel ehrlicher, authentischer mit sich selber. Ja, und also es ist nicht meine Aufgabe, es ist eine Gabe, die ich in mir trage. Und die teile ich gerne mit den Schön. Menschen, mit den Menschen, die zu mir kommen. Aber ich habe noch auch andere Gaben. Eines kennen viele auch, ist das Kochen, das Essen. Ich liebe Essen. Oh, Essen finde ich auch toll. Eben auch, Patrick, auch eben auch schnell über das Essen gesprochen. Ja, Essen ist für mich, das ist Medizin pur. Essen würden wir mehr wieder Wunderbar. dieses Bewusstsein zu gehen, eben durch meine Reisen auch in Indien und eben auch anderen Orten dort, wo eben, wenn man dort reingeht, sieht man halt schon dieses uralte Wissen, wo da war. Und darum ist es sehr wichtig, das Ganze zu integrieren. Eben alle diese Ebenen zu integrieren in ein Bild und dann schauen und sich auch bewusst zu werden. Jede Krankheit ist ja nicht nur eine Krankheit aus einer Situation. Es sind immer verschiedene Faktoren, verschiedene Prozesse. Ja, und wenn man dort mal anfängt, Schritt für Schritt und eben auch mit dem versucht, auch weiterzugehen, kann es immer möglich werden. Aber auch dort komme ich auch zu Steffen, eine Garantie kann man nie geben. Und weil jeder kann ja den Schritt nur selber machen. Ja. Und wer bereit ist, macht diese Schritte. Und manchmal braucht man heute einen Schritt zu machen, dann braucht es wieder eine Zeit. Oder manchmal ist es vielleicht auf unserem sogenannten Seelenplan so, dass wir vielleicht erst in einer späteren Phase des Lebens für diesen Schritt bereit sind. Weil diese Phase vielleicht andere Themen in unserem Leben bereithält. Wunderbar, vielen Dank. Da war viel dabei, was ihr beiden sicher auch unterschreiben würdet. Ich weiß, dass wir da ganz ähnlich fühlen und denken, ich auch im Grunde. Nun, wollte ich trotzdem nochmal die Berufung des Heilers kurz mit euch ansehen und auch, wie ihr euch in der heutigen Zeit erlebt. Damit meine ich, Heilung, Geistheilung, Gebetsheilung gab es ja zu allen Zeiten. Das weiß man oft gar nicht. Gab es immer schon, ja. Der Unterschied ist heute, dass ihr zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit darüber sprecht und dass sie auch miteinander zusammenwirkt. Ich glaube, das ist so das Spannende in der heutigen Zeit. Und da möchte ich dich mal fragen, lieber Steffen, wie du dich nochmal so ganz persönlich in deinem Wirken empfindest als ein Heiler. Ist es eine Berufung? Ist es eine Selbstverständlichkeit? Ist es eine Botschaft, die du damit auch immer vermitteln möchtest? Und wie erlebst du diese aktuellen Zeiten, wo ihr euch alle immer mehr vernetzt? Zum Beispiel jetzt auf diesen wunderbaren Kongress, den wir bald alle zusammen erleben werden. Ich kam eigentlich wie die Mutter zum Kind, so sagt man es, glaube ich. Ja. Ich in Brasilien war bei einem Heiler mit einem Freund, mein bester Freund damals, der überall Krebs hatte, Metastasen an drei, vier Organen. Und tatsächlich ist er gesund dort wieder
weggegangen. Ich habe das erlebt mit einem Energieheiler, der einfach nur da stand und ihn nicht mal berührt hat. Und ich komme aus dem Wirtschaftsingenieurwesen, das ist mein Studium gewesen. Das heißt, ich war sehr logisch orientiert und sehr analytisch. Und das habe ich gar nicht verstanden, was jetzt hier gerade los ist. Ich hatte mit Heilen auch nie zu tun. Und das war vor geschätzt 20, 25 Jahren. Und dann bin ich irgendwie aus einem inneren Antrieb heraus durch die ganze Welt gereist, zu Mönchen, zu Heilern, zu Satsang-Lehrern, Weisheitslehrern, Gurus, Maya-Ältesten und habe einfach mir angeschaut, wie das funktioniert. Ursprünglich eigentlich eher, um zu beweisen, dass es gar nicht sein kann. Aber im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, wow, da ist ja Hand und Fuß dran, bis ich dann angefangen habe zu erkennen, dass es in jedem von uns steckt. Also nicht nur in mir oder Patrick oder Gianni, jeder hat diese Kraft des Heilens in sich, diese Liebe, die immer schon da ist, die ist nur vernebelt. Und wenn wir nicht dran glauben, dann können wir die auch nicht wirklich so ausstrahlen. Und dann habe ich verschiedene Techniken gelernt, hatte dann angefangen, energetisches Heilen mit Handauflegen zu machen. Und ja, dann hat sich das immer mehr erweitert. Durch die ganzen Fernheilungen ist man natürlich nicht an einen Ort gebunden. Das war sehr vorteilhaft. Und letztendlich, was ich gemerkt hatte, alle Techniken waren schön und gut, aber sie waren gar nicht notwendig. In dem Moment, wo ich immer mehr in meine Präsenz kam, immer mehr dieses Ego erkannt wurde als Illusion, in dem Moment musste gar nicht mehr viel gemacht werden. Dann reicht es eigentlich nur, in Präsenz zu sein, vielleicht einen Impuls zu setzen und dann fließt letztendlich alles schon. Das hat sich so stark geändert gegenüber vor 10, 15 Jahren, dass einfach keine Technik mehr nötig ist. Es ist einfach nur reine Präsenz, um den anderen wirklich zu zeigen, was er wirklich ist. Und durch diese Vernetzung, die möglich ist, und das ist auch erst die letzten 3 Jahre so stark exponentiell gewachsen, dadurch, dass man sich über Zoom vernetzen kann oder über andere Möglichkeiten von Videocalls, hat sich diese Vernetzung so ausgeweitet, dass eben eine so große Anzahl von Menschen mit in diesen Heilmeditationen ist. Und was dazu natürlich verstärkend ist, da gibt es auch einige Heiler, die gleichzeitig mit dabei sind. Nochmal eine Krafterhöhung. Und das, was wir gemacht haben in Zürich, wo wir uns getroffen haben, oder in Luzern, wo Gianni auch dabei war, wo wir so größere Heilevents gemacht haben, wo der ganze Saal in einer ganz hohen Energie war und wir haben uns einfach mit allen verbunden. Das sind Heilungen, die einfach in einer ganz anderen Dimension nochmal sind. Das ist noch mehr Kraft dahinter und deshalb sind diese Vernetzungen für mich ein wunderschöne Sache. Und das wird wahrscheinlich auch immer mehr kommen, dass man gemeinsam einfach nur präsent ist, um Menschen in Heilung zu bringen, um den Heilprozess anzustoßen. Wunderbar, ja. Und wir waren da in Luzern und Zürich auch zusammen mit Katja Kramer, die ich auch mal herzlich grüßen möchte. Und auf dem Kongress wird auch Rade Maric sein, auch ein sehr bekannter Heiler. Dann Marianne Ruoff und Katharjun Hoyat-Wüthrich. Die beiden, mit den beiden mache ich ein weiteres Interview mit Patrick. Du bist auch wieder mit dabei, lieber Patrick. Und auch du bist ja schon lange sehr, sehr vernetzend tätig. Und wenn ich so hinhöre, hinfühle zu dem, was Steffen gesagt hat, vielleicht ging es dir sogar ganz ähnlich, ja, dass du auch heute sagst, es geht gar nicht mehr um die Methoden, sondern um das pure Sein und das zu vermitteln, ja. Wie würdest du deinen Weg so beschreiben, bis hin zu diesem Kongress, auf dem wir uns alle persönlich wiedersehen werden? Ja, es ist so, es geht bei vielen ähnlich. Die Wege sind ziemlich ähnlich, einfach ein bisschen verschieden. Aber meine Oma war krank, sie hatte viele Krankheiten. Ich war 9 Jahre alt und das hat mich beschäftigt. Und ich wollte eine Medizin finden für meine Oma, eine Tablette. Und wenn sie die nimmt, dann gesund. Und dann dachte ich, wow, wenn du diese Tablette findest und das erreichst bei Oma und sie gesund ist von allen Krankheiten, dann verschenk sie der ganzen Welt. Das war die Intention am Anfang. Da war ich etwa 9 Jahre alt. Und da sieht man einfach auch die Liebe wieder. Die Liebe wünscht sich Heilung für alle. Und nicht, ich wollte nicht, ich dachte nicht an ein Portemonnaie oder an die Welt oder Welt retten, sondern nein, nur aus Liebe heraus. Und als ich mit 21 nach Indien fuhr,
dachte ich damals schon, ja, das gibt's nicht mehr, das ist etwas Mystisches, steht da in der Bibel, dieser Jesus. Und dann, ja, vielleicht gibt es sonst noch Geschichten, aber eigentlich ist es nicht real. Und als ich in Indien war, habe ich viele Menschen und Meister und Meisterinnen und Verschiedenes kennengelernt und gesehen, habe gesehen, hey, es gibt es alles. Wir werden hier wahrscheinlich so ein bisschen blind gemacht manchmal oder sind ein bisschen eingeschlafen. Ich auch. Da war plötzlich die Pubertät und dann bildet sich das Ego und dann willst du in den Ausgang und Party machen und willst plötzlich erfolgreich sein und willst Michael Jackson nacheifen oder was auch immer. Und als ich in Indien war und eben sah, dass es viele Möglichkeiten gibt, auf die Fragen Antworten zu bekommen, wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir und was ist der Sinn des Lebens. Und dann habe ich begonnen, Techniken zu lernen, auch wie Steffen, und verschiedene Techniken zu lernen, wie Reiki oder Geist heilen und wie, wo muss man die Hand hinlegen und an was muss man denken oder welches ist die Ausstrahlung und was muss man, Mantra und dies und das. Und das ist alles völlig in Ordnung und okay. Und irgendeinmal entdeckt man dann immer mehr, dass man diese Liebe ist und dass diese Liebe einfach nichts tut. Die Sonne tut nichts. Wenn ich die Sonne frage, wo Licht ist, wo ich immer zeige, das sind wir, wir sind Licht. Aber wenn ich die Sonne frage, weißt du, dass du Licht bist? Dann sagt die Sonne, was meinst du? Keine Ahnung. Weil sie es ist. Und dann frage ich, gibt es diesen Weg ins Licht? Und dann sagt die Sonne, welchen Weg meinst du? Und dann sage ich, übst du so täglich so Lichtmeditationen? Dann sagt die Sonne, keine Ahnung, wovon du sprichst. Und umso mehr man erkennt, was man schon ist, obwohl man das nicht erkennen kann, leuchtet natürlich diese Liebe aus uns heraus. Dieses Licht leuchtet. Und wo Licht ist, ist kein Schatten mehr, keine Wolke. Das verschwindet, verdunstet und das sind die Prozesse. Das sind die Prozesse und umso mehr Licht erwacht, indem ich erkenne, wer wir wirklich nicht sind und was wir wirklich nicht sind und das von uns abfällt, dann heilt dieses Licht und das wäre er. Er ist dieses Licht, aber ich bin das Licht. Wir sind alle dasselbe Licht. Deshalb sehe ich hier keinen Unterschied zwischen Gianni, Steffen, Thomas und Patrick und auch keinen Unterschied zwischen allen Zusehern. Alle sind genau gleich. Alle sind dieser Heiler und diese Heilerin im Sinne von Licht und Liebe. Klar, einige Körper von uns sind nicht optimal. Einige Hirne, Kilogramm Fett, sind nicht optimal programmiert. Ja, na und? Einige Lebensläufe sind schwierig. Wir haben alle Schicksalsschläge, Beziehungen, die auseinandergehen mit den Kindern, mit der Welt, mit der Politik und so weiter. Ja, es ist nicht einfach, aber essentiell sind wir Liebe und frei. Und deshalb ist für mich der schönste Moment jetzt auch, dass wir alle zusammenkommen. Ich habe das Gefühl, die Familie kommt zusammen. Gianni, Steffen, Thomas, Patrick, die, die am Kongress sind und nicht nur die, die auf der Bühne sind, sondern alle Zuschauer auch. Es braucht alle. Die Familie reicht jetzt einander die Hände und wir heilen zusammen auf allen Ebenen. Mit der Erde, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit dem ganzen Universum. Das ist nicht, das Hirn sagt jetzt vielleicht, der ist größenwahnsinnig. Aber auf was hört ihr ein Kilogramm Fett, das im Wasser schwimmt? Oder das, was du in dir fühlst? Du fühlst es doch. Wir sind Liebe und wir sind eine Familie. Und das ist für mich das Schöne jetzt, dass unser Ego in dieser Zeitepoche einfach immer mehr verdampft und der Liebe mehr Platz gibt. Und das heißt, es gibt wieder viel mehr Freude, es gibt viel mehr zu feiern, es gibt viel mehr eine gemeinsame Familie als zum Erwachen. Und klar, wir haben alle unsere Prozesse. Unser Keller ist im Moment unruhig bei uns allen. Also es rumort, also es gibt einiges aufzuräumen. Ich muss immer wieder mit dem Kessel runter und schmieren und putzen und aufräumen. Es gibt bei mir viel zu tun und Ach, umso du mehr auch? habe ich jetzt das schon gesagt gehabt. Oh ja. Ja, umso mehr man in sich aufräumt, umso mehr leuchtet dieses Licht und umso mehr haben alle die Möglichkeit, dieses Licht in sich zu entdecken und das ist das, was wir sind. Wunderbar, sehr, sehr schön. Ja, und wie schon gesagt, ihr könnt uns alle erleben am 9. und 10. September in Zürich auf dem Heilung auf allen Ebenen Kongress. Falls ihr das Video erst danach seht, es wird sicher Videos geben, es wird sicher mal wieder einen Heilungskongress geben.
Aber falls ihr es vor dem Kongress seht, kommt alle nach Zürich. Es wird ein Fest. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Jetzt machen wir noch eine kleine Abschlussrunde. Nochmal in die Tiefe gehen. Jetzt werden Leute zuhören und sagen, boah, das klingt alles ganz toll, aber ich habe Schmerzen, ich bin krank. Was kann ich tun? Was ist vielleicht so ein erster Schritt? Vielleicht kurze, pointierte Antworten von jedem von euch. Was ist vielleicht nochmal aus eurem Herzen hier und jetzt ein Rat, den ihr mitgeben könnt an den Menschen, der gerade sagt, ich leide, ich habe Schmerzen, ich bin krank, weiß gar nicht, ob ich jemals wieder gesund werden kann. Was kann ich tun? Was hilft mir? Also ich würde einfach beginnen, mal auf jeder Ebene zu schauen, dieses Erkennen. Ich würde schauen, mental gibt es unterbewusste Glaubenssätze, die zum Beispiel heißen, ich bin wertlos, ich habe es nicht verdient, gesund zu sein, bin ich gut genug, solche Dinge. Hindern natürlich oft, dass das Leben frei fließt. Dann würde ich emotional schauen, was triggert mich im Außen, wo bin ich im Widerstand im Leben, weil immer dann, wenn ich im Widerstand bin, bin ich auch im Stress. Und wenn ich in Stress bin, Adrenalin, Cortisol im Körper ist, dann funktioniert das Immunsystem meistens nicht richtig gut, weil die Energie wird für Kampf oder Flucht benötigt. Also zu schauen, wo bin ich im Widerstand oder im Kampf. Und dann würde ich natürlich auf die Ebene schauen, bewusst zu sein, was wirklich ist, wer oder was ich wirklich bin. Das ist aber oftmals erst die Arbeit, die danach kommt. Viele sind so tief in ihrem Trauma, dass sie erstmal auf der körperlichen, mentalen oder emotionalen Ebene schauen, bevor sie sich weiter öffnen können. Und ja, letztendlich ist die Erkenntnis, woher vielleicht diese Krankheit kommt, weil ja die Psyche oftmals mit körperlichen Themen zusammenhängt. So zum Beispiel, wenn ich in Wut bin, dann habe ich oft Leber- oder Gall-Themen. Und so gibt es viele Verknüpfungen von Körper und Psyche. Wenn ich dann weiß, ah, okay, das ist vielleicht der Auslöser, dass diese Krankheit überhaupt hochkam, dann kann ich auch gezielter und bewusster damit arbeiten. Also das ist so vielleicht meine Botschaft, vielleicht an verschiedenen Ebenen zu schauen, wo kann ich beginnen, wo kann ich bewusster werden. Sehr schön, ja. Das hat auch was von einem Forschergeist, ja, den Mut zu haben, zu erforschen, was gibt es da noch zu... Genau, und vor allem dieses Annehmen, was Gianni ganz am Anfang sagte, dieses Annehmen der Situation, wie es ist, und den Kampf zu lassen. Ja, no attachment to the outcome. Ich kann tun, ich kann was schauen, ich kann erkennen, ich kann den Weg gehen, aber eben keine Anhaftung an irgendein Ergebnis zu haben. Dieses einfach fließen mit dem Leben und zu vertrauen. Das bringt sehr, sehr viel Schritte in Richtung Heilung. Schön, vielen Dank. Ja, lieber Gianni, was würdest du... So, für mich ist es mal wichtig, auch immer gerade zu schauen, wo steht jemand. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt und gerade sehr starke Schmerzen hat in dem Moment, und da bin ich auch immer gerade auch die Person und sage so, für sofortige Schmerzen ist es sinnvoll, wenn wir auch Medizin zuführen. Das heißt, aber Medizin gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt traditionelle Medizin oder alternative Medizin, wo man gerade für den punktuellen Schmerz nehmen kann. Weil wenn wir in einem Schmerz drin sind, dann braucht es mal einen Abstand. Weil sonst wird es schwierig, dort drin überhaupt in eine Bewegung wiederzukommen. Darum, das ist wie, wenn man Kopfschmerzen hat. Es gibt sehr viele, wo ich nehme, wenn ich starke Kopfschmerzen habe, auch mal ein Medikament. Weil das Medikament schenkt mir Abstand. Und dann kann ich auch wieder atmen. Aber dann ist es wichtig, wie Stefan auch gerade vorhin gesagt hat, so, jetzt mal schauen, wie kam es vielleicht zu einem Kopfweh? In welcher Situation bin ich gerade drin? Was hat dazu geführt? Und eben desto mehr, dass man das anschaut, dort eben auch diese Möglichkeiten öffnet. Aber auch und bereit ist, dort weiterzugehen. Was aber auch wichtig ist, sich innerlich bewusst werden, dass es zur Gesundheit kommen kann. Nicht ich werde gesund, wie viele sich das vielleicht auch einreden wollen, weil dann wird es schwierig, wenn es nicht so ist, dann sind sie enttäuscht. Dann sind diese Spannungen auch dort. Aber innerlich wirklich auch immer wieder die Möglichkeit so zu öffnen, ja, ich bin ja dran in diesem Prozess. Aber ich kann nur diesen Prozess gehen, wenn ich bereit bin, auch anzunehmen, wie es heute ist. Ja, heute ist es so, heute schmerzt mein Körper, heute bin ich vielleicht in dieser Geschichte drin, aber ich weiß, diese Geschichte kann sich verändern. Und jetzt eben dort punktuell mit verschiedenen Methoden oder eben auch schauen, wo kann man auch unterstützen, aber sich auch diese Zeit zu geben. Die meisten wollen immer heute gerade alles schon anders. Das funktioniert nicht. Das Leben besteht aus Prozessen, Kreisläufen. Das heißt, es braucht seine Zeit.
aber eben auch dort das zu integrieren. Und wenn man bereit ist, weiterzugehen, dann verändert sich die Geschichte. So verändern sich Symptome, Wahrnehmung und es geht einem nachher auch besser. Aber der sofortige Moment, immer gerade, wo jemand drin ist und dann, was einfach wichtig ist, desto mehr, dass man auch dazu steht, desto größer ist auch die Möglichkeit da, dass man ja auch bereit ist, darüber zu sprechen. Weil für das ist es ja auch wichtig, dass man sich dann vielleicht zu jemandem wendet oder mit einem guten Freund oder einfach, dass man mal es einfach mal sagen kann, dass er jemanden belastet, dass es mal rausgehen darf. Weil wenn man da überredet, dann bestätigt man es schon. Und dort eben auch diese Prozesse. Also eben, kommt immer darauf an, wo jetzt jemand gerade drin ist. Man würde jetzt, müsste jetzt verschiedene Beispiele nehmen, dann könnte man ja gerade sagen, das, 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 das oder dort. Und so mache ich das auch, wenn Menschen zu mir kommen, dann schauen wir das an. Aber ob sie dann bereit sind, es umzusetzen, das darf man eben auch dort lassen. Aber die Liebe ist auch, wo ich immer wieder spüre, dass die Möglichkeit immer geschenkt wird. Und das durfte ich in meinem Leben immer wieder selber spüren. Wenn man möchte, kann man immer weitergehen. Die Frage ist, ob man bereit ist, eben auch anzunehmen. Auch das Unschöne, wo unser Gehirn, eben Patrick schon gesagt hat, uns glauben lassen will, dass es nur so ist und hin und her. Nein, es ist doch ganz anders. Es kann immer anders sein, es kann sich alles verändern. Das desto mehr, dass man das öffnet, merkt man auch, ja, wo man drin ist und dann kann sich das so verändern. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, lieber Patrick, auch an dich die Frage. Und gleichzeitig gebührt dir die Ehre, die abschließenden Worte an uns zu richten und nochmal zum Kongress einzuladen. Aber da vielleicht so ein Bogen. Ja, was hilft im Moment dem Zuhörenden und was können wir am Kongress erleben? Ja, also ich höre immer auch das, was ich sagen würde, drinnen, weil ich sehe mich in jedem von euch, in Steffen, ja, in Gianni und auch in dir, Thomas. Und von dem her würde ich auch den Menschen auch empfehlen, Begleitung zu finden. Es gibt ganz viele gute Begleiter und Begleiterinnen. Man muss nicht immer alles selber machen. Jeder hat verschiedene Talente und Fähigkeiten und dann sucht man sich doch auch Menschen, die einen begleiten in diesen heilenden Prozessen. Wie gesagt, das Annehmen des gegenwärtigen Momentes ist sicherlich sinnvoll und das gibt enorm viel freien Raum für Heilung und Liebe. Ich bin, und das ist auch der Kongress, ist eine Brücke zu schaffen von gemeinsam und der Mensch im Mittelpunkt, sein Heilprozess oder sein Heilsein. Und deshalb ist der Kongress ja auch mit Schulmedizinern, weil wir einfach auch gerne alle im Boot haben möchten. Weil eben auch ich, wenn ich mal starke Kopfschmerzen habe oder einen Unfall oder etwas, bin ich gerne bei der Schulmedizin. Es gibt Operationen für Knochenbrüche, für Verschiedenes, die sehr sinnvoll sind. Es gibt verschiedene Medikamente, die sehr sinnvoll sind. Auch dort macht es einfach Sinn im akuten Moment. Und dann etwas tiefer einzutauchen in die verschiedenen Ebenen von verschiedenen Ursachen. Und so kann man zeitgleich, die Schulmedizin ist ein bisschen die Oberfläche und die alternative Methoden oder Verschiedenes gehen dann in die Tiefe, bis ganz, ganz tiefe Schichten der Mystik, des Seins, der Stille, der Liebe, des Friedens. Und auf allen Ebenen ist es optimal, auch dort verschiedene Begleiter zu haben. Es ist auch gut, in der Schulmedizin einen guten Arzt zu haben und dort begleitet zu sein und dann vielleicht dort und diese mentalen Bereiche oder in Ernährung oder was auch immer, also Verschiedenes. Deshalb ist auch dieser Kongress etwas Ganzheitliches. Und ja, essentiell werde ich auch hier wieder die Liebe erwähnen, weil in der Liebe ist alles bereits heil, auch wenn der Körper vielleicht ein Leben lang krank bleibt. Weil es ist so, dass wenn wir den Frieden, also wenn wir die Liebe entdecken, die wir sind, dann sind wir in der Stille angekommen. Und dann ist absoluter Friede hier. Und dieser Friede ist im Einklang auch mit einer Krankheit. Dann ist man im Frieden, auch wenn der Körper krank ist. Wenn wir aber den Körper heilen und nicht im Frieden sind, dann ist es ja nicht optimal. Klar ist es schön, ist der Körper gesund. Aber essentiell ist es für mich die Liebe und die kann jeder in sich entdecken. Es braucht nicht viel, jeden Morgen an der
Einkaufszentrum gehst du rein und dann beim Bezahlen sagst du, hey, guten Morgen. Das ist Liebe, das ist Heilung. Und wenn du das immer mehr praktizierst, musst du weder spirituell sein, noch heil oder nicht heil, sondern diese Liebe kannst du sofort praktizieren, immer und überall mit allen. Guten Morgen. Hey, schön bist du da. Und das auch mit sich selber. Hey, auch wenn der Körper nicht optimal läuft, bisschen Beulen hat, nicht rund läuft, Schmerzen hat. Na und? Es ist ein wunderbares Fahrzeug. Genieß die Fahrt im Universum auf diesem Planeten, so gut es möglich ist. Klar verstehe ich Schmerzen, Krankheit und vieles mehr. Das Leben ist nicht so einfach. Aber entdeckt den Frieden in euch, die Liebe, essentiell die Stille. Und wenn du im Frieden bist, bist du im Frieden mit Körper, Geist und Seele, mit einem Kilogramm Fett, das im Wasser schwimmt, mit einem Ego, das bisschen aus den Fugen läuft. Na und? Lass diese Liebe in dir erwachen und alles andere wird durch die Erkenntnis von dir abfallen. Und dann ist sehr viel Heilung möglich auf allen Ebenen. Und ich würde auch gerne, eben kommt alle zum Kongress. Ich freue mich sehr auf Gianni, Steffen, Thomas, Katja und all die anderen, auch die Ärztinnen und vieles mehr. Der Kongress ist auch eine Benefizveranstaltung. Es geht vieles in die Stiftung Seelenzucker. Von dort geht dieses Projekt, wo wir mit Gianni besprochen haben und einige schon wissen, geht das Finanzielle auch an Alani. Alan, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das ist das erste Kinderhospiz in der Schweiz, das gerade gebaut wird und ich glaube, dieses Jahr oder nächstes Jahr eröffnet wird. Das ist das erste Kinderhospiz. Das ist auch Liebe. Wir sind eine Familie, also lasst uns auch miteinander neue, schöne, liebevolle Sachen aufbauen und unterstützen. Und das ist dieses Projekt, dieses Kinderhospiz, wo wichtig ist, finde ich, und ein schönes Projekt ist und kommt alle zum Kongress und lasst uns gemeinsam heilen. Wunderschön, ich danke dir. Das waren herrliche Schlussworte. Und vieles, was ihr erzählt habt, wie ihr schon gesagt habt, ja, ich hätte es jetzt auch genau anders, genauso gesagt. Und so geht es euch vielleicht auch, die ihr dazuhört. Ja, im Grunde stimmt's. Das heißt, wir erinnern uns gegenseitig an unser innewohnendes Wissen über die Wahrheit, die sich selbstverständlich immer und überall manifestiert. Und so werden wir uns gegenseitig erinnern auf diesen Kongress und gegenseitig auch, glaube ich, viel Freude und Spaß haben. Das wird einfach ein Erlebnis. Ich freue mich sehr, euch alle da zu erleben. Ich danke euch sehr für dieses kurzweilige und doch tiefe Gespräch. Lieber Gianni, lieber Patrick, lieber Steffen, es war mir eine Freude. Ich freue mich voll, euch jetzt bald wieder in Zürich zu sehen am 9. und 10. September. Alles Liebe euch. Dankeschön. Bis bald. Bye bye. Tschüss. Dankeschön. Alles Gute.